Wir wollen die Versionsverwaltung mit JIT betrachten und dazu verwenden wir wieder das Beispiel, das Sie schon jetzt wirklich oft genug gesehen haben, unsere Klassen für zweidimensionale Formen, Shapes und ein Beispielprogramm. In diesem Ordner gibt es auch schon ein Eclipse-Projekt, haben Sie gerade schon an den Dateien gesehen. Hier ist es, ich habe es auch schon mal ausgeführt, dass mir da ja nicht nachher wieder ein Java-Fehler unterläuft. Und jetzt wollen wir diesen Ordner unter Kontrolle von JIT stellen. Es gibt zwei Methoden, ein JIT-Projekt zu öffnen. Einmal einfach einen bestehenden Ordner. Die Dateien hier sind auch alle schreibbar zu nehmen und einfach alles lokal zu machen oder eben zu sagen, ich weiß, es gibt einen JIT-Server, ich habe da mindestens lesenden Zugriff, hol mir doch die Quellen her und dann wird eben im Gegensatz zur SVN oder Perforce das komplette Projekt hergeholt. Sie können lokal damit arbeiten. Sie können es natürlich später auch wieder auf den Server schieben, können wir mit unserem Projekt hier jetzt auch. Wir werden mit zwei Werkzeugen arbeiten, einmal klar mit dem GUI, wenn wir nachher nochmal sehen, aber zu Beginn machen wir das mit der Bash Shell, die bei der Installation mit dabei ist. Und bevor wir das Projekt in das Tool hineinbauen in JIT, konfigurieren wir das noch etwas. Das geht immer mit JIT-Config, könnten wir auch schon im GUI machen. Ich will einfach nochmal Ihnen auch zeigen, wie man mit der Bash arbeitet. Minus global. Sie können nämlich JIT konfigurieren für das aktuelle Projekt, für das aktuelle Repo. Dann lassen Sie das minus minus global weg. Oder eben für alle. Und ich sage jetzt zum Beispiel, wie ich heiße, user.name. Und dann gebe ich hier meinen Namen ein. Gebe das raus. Und gebe noch meine E-Mail Adresse an. Wenn man jetzt gar nichts dazu sagt, dann gibt er das hier an. Und wenn man jetzt hier sagt minus minus get, und dann sieht man, was er hier eingestellt hat. So, ganz interessant ist, dass man zum Beispiel den Editor angibt, mit dem man gerne arbeitet, wenn Sie etwas editieren müssen. Ich habe hier VI installiert und das ist auch die Voreinstellung. Das ist der Core.editor. Und da habe ich hier schon meine FIM-Installation gemacht. Hier sehen Sie auch sehr schön. Ich zeige nochmal gerade mit der Maus drauf. Sie müssen hier natürlich Hochkomma drum machen, wenn Sie es definieren. Da habe ich gerade meinen FIM installiert und der wird dann hier auf der Konsole aufgerufen. Ist Geschmackssache. Sie können auch Notepad++ verwenden oder andere Dinge. Und bevor wir jetzt wirklich das Projekt in JIT importieren, zu einem JIT-Projekt machen, wie man das immer nennt, müssen wir nachher vielleicht auch bei den Branches ein Merge, ein Verschmelzen durchführen. Und da gibt es natürlich auch ein Diff und es gibt ein Film-Diff. Ganz interessant ist aber, wenn Sie, was ja sehr wahrscheinlich ist jetzt bei uns, P4V installiert haben, dann haben Sie das Tool P4 Merge. Und JIT kann das verwenden. Ich zeige Ihnen mal gerade, wie das dann aussieht. Merge.tool. Und hier sehen Sie schon, da ist noch Diff drin. Jetzt gehen wir mal auf JIT-config minus global und dann sagen wir Merge.tool und dann sage ich jetzt in Hochkommand etwas andere Syntax. Man muss aufpassen, wir sind in der Bash Shell. Program Files, da ist es bei mir installiert, Perforce und dann sage ich hier P4 Merge. Gehe dann mal zweimal mit dem Cursor nach oben und dann kriege ich das Ding wieder. Und jetzt ist er hier drin und das gleiche mache ich für das Div-Tool. Ich schaue mal nach, was da jetzt gerade eingestellt ist. Ist noch gar nichts eingestellt. Da gehen wir hier einfach hoch und sagen jetzt hier statt Merge-Tool Div-Tool.
und schon ist es weg. Jetzt gibt es hier mal ein Diff-Tool. Und ja, muss ich natürlich erstmal ein Git-Repository machen. Wir werden das nachher mal ausprobieren und da wird dann plötzlich p4merge nach oben kommen und das ist dadurch viel freundlicher als VI. Für mich vielleicht nicht, ich kenne VI gut, aber sie wollen bestimmt etwas anderes verwenden. So, jetzt müssen wir endlich mal das lokale Repo anlegen. Das könnten wir jetzt schon mit dem GUI machen. Ich mache das jetzt hier gerade noch in der Bash Shell. Git dauert sowieso anders viel zu lang. Git init. Und jetzt hat er ein empty Git Repository gemacht, weil er im Prinzip bis nur eines gemacht hat. Ich zeige Ihnen mal gerade den Explorer. Hier hat er jetzt so einen Punkt Git angelegt. Da drin ist die Information, die er braucht. Und jetzt könnte ich hier sagen, okay, füg doch mal alles hinzu, git add wäre dann das entsprechende. Sie können eben auch einen Punkt git ignore File anlegen. Dateien, die da drin stehen, zum Beispiel stern.class, ignoriert er, würde also auch das nie unter Versionsverwaltung stellen, was sicherlich Sinn macht. Ich mache jetzt hier mal ein Exit und wir arbeiten im GUI weiter. So, jetzt gehen wir mit A1 zurück, sagen jetzt wieder SRC und ich sage git GUI hier. Und die Oberfläche ist etwas gewöhnungsbedürftig, sie ist mit TK gemacht. Hier sehen wir jetzt die ganzen Begriffe in deutscher Sprache. Das heißt, hier haben wir nicht bereitgestellte Änderungen. Das sind im Prinzip einfach Dateien, die noch nicht unter der Kontrolle von Git liegen. Sie wissen, wir müssen die dann zuerst mal mit git add hier hineinbekommen. Dann sind sie hier in dem grünen Bereich, Bereitstellung zum Eintragen. Eintragen ist dann das Commit und hier tragen wir die Versionsbeschreibung hinein. Und hier gibt es was ganz Praktisches, da steht nämlich einfach alles bereitstellen. Ich könnte sie jetzt auch anwählen, dann sehen wir hier rechts auch die Vorschau. Ich sage jetzt hier einfach alle bereitstellen und dann sagt er, ja, willst du wirklich 14 Files in den Staging-Bereich schaffen? Zack, sind sie hier. Auch hier kann ich wieder auswählen und man sieht sie. Und jetzt sagt man hier einen Kommentar, Erstellung eines Git-Repositories. Punkt. Und jetzt sagen wir hier eintragen und sie sind weg. Okay, jetzt sehen wir hier erstmal gar nichts. Ja, und wir haben auch nur einen Zweig. Das sehen wir hier, die Branches. Ja, hier kann man einfach nochmal den Explorer aufmachen. Hier kriegen wir nochmal die Bash Shell. Hier sehen wir schon, aha, wir sind im Master-Zweig. Klar, das ist der, den er anlegt. Können wir hier immer schön durchgehen. Und im ersten Schritt machen wir einfach jetzt aus dem, was wir so, wie wir es haben, machen wir eine Release 1.0, indem ich hier einen Branch erzeuge, einen Zweig, indem ich sage erstellen, Ctrl-N hätte dasselbe und ich sage, das nenne das jetzt einfach mal Release 1 und er soll das natürlich hier von dem Master übernehmen, das machen wir mal weg und die Arbeitskopie umstellen nach erstellen würde jetzt heißen, würden sich die beiden Branches unterscheiden, dann würde er eben immer im Ordner wechseln, das sehen wir nachher auch nochmal und dann sagen wir erstellen, zack. Und jetzt haben wir hier zwei Zweige, der aktuell ist jetzt Release 1, die sind natürlich noch beide gleich. Mit Umstellen kann ich auch wieder auf den Master zurückgehen. Und die hängen auch zusammen, eben hat er auch angeboten, die Verbindung zum lokalen Zweig lösen, machen wir natürlich nicht. Und wir erzeugen noch gleich einen weiteren Branch, einen weiteren Zweig, nämlich Development. Und das haben wir auch wieder erstellen und das wird dann auch immer der aktuelle Branch. Gut, jetzt haben wir drei Zweige, können wir uns auch gerade nochmal anschauen. Das sieht man auch hier, eine Zweig durchblättern, da sehen wir sie gerade wieder alle.
Wobei die ja alle drei jetzt noch gleich sind. Das werden wir jetzt verändern. Wir werden im Master-Zweig das Rectangle.java so verändern, dass wir eine Funktion haben, mit der wir überprüfen können, ob das Rechteck, was wir da gerade instanziert haben, ein Quadrat ist. Das heißt, wir müssen erstmal auf den Master gehen. Das wäre übrigens in der Bash Shell, ich mache die hier gerade mal auf, wäre das so gegangen. Status und da sehen wir schon, wir sind am Branch Master, nothing to commit, Working Directory clean, klar, wir haben noch nichts gemacht und das, was wir jetzt gerade in der GUI gemacht haben, in der Bash ist JIT Checkout und dann sind wir wieder hier, wir machen sie wieder zu. Okay, das heißt, wir sind auf dem Zweig Master und jetzt gehen wir einfach zum Beispiel nach Eclipse, editieren hier. Sie haben wahrscheinlich schon befürchtet, ich mache jetzt gleich den VI auf. Nee, wir editieren hier, speichern ab und dann weiß JIT, okay, es hat sich etwas verändert, der Status verändert sich, wir machen ein Staging und machen ein Commit und dann haben wir zwei Zweige, die noch gleich sind, Development und Release 1 und der Master-Zweig hat sich verändert. So, jetzt haben wir hier unsere Funktion editiert, haben es abgespeichert und ich habe hier schon auf Neu laden vorher gedrückt und dann sieht man, okay, wir haben hier eine nicht bereitgestellte Änderung. Er hat gemerkt, wir haben Rectangle.java verändert. Ja. Hier wird als Div auch schon angezeigt, was wir denn eigentlich bitte verändert haben. Und jetzt sagen wir hier einfach bereitstellen. Ich habe wieder alles bereitstellen gesagt, dann ist es einfacher. Wir hätten hier auch auf Versionen gehen können. Und jetzt gibt man hier noch eine Versionsbeschreibung und Commit Description gibt man noch dazu. Funktion ist Square hinzugefügt, um abzufragen, ob das Rechteck ein Quadrat ist. Das auch mal eintragen. Und die Sache ist weg. Jetzt machen wir mal hier ein JIT Bash auf. Sagen hier JIT Status. Ist ja dann Branch Master. Und jetzt gehen wir in das Development. Hier nochmal einen Status und hier ist auch alles clean. Okay. So, jetzt müssen wir aber noch das zusammenführen. Wir wollen die Änderung, die wir am Master gemacht haben, eben auch in das Development bekommen. Dann bin ich hier auf Zusammenführen gegangen und habe einfach gesagt, lokales Zusammenführen, Merge. Und das geht jetzt hier relativ schnell. Hier steht es Fast Forward. JIT merkt nämlich eigentlich, es gibt wirklich nur einen Unterschied sozusagen im Baum dieser Branches. Die haben beide, das sind quasi Äste von einem gemeinsamen, die haben nur einen gemeinsamen Vorgänger. Und dann kopiert er das einfach hinüber. Und dann sage ich hier schließen. Das heißt, das Merge geht hier wahnsinnig schnell. Wir sind hier auf Zweig Development. Schauen wir mal einfach in Eclipse. Hier hat sie sich gerade verändert und ich gehe jetzt hier mal auf den Zweig Release 1 und da ist diese Funktion eben wieder weg. Gut, wir erzeugen einen neuen Zweig, dafür gehen wir jetzt erstmal auf Master und nennen diesen Zweig Release 1.1. und ziehen den vom Master weg. Jetzt haben wir vier Branches. Drei davon sind wieder gleich und Release 1 ist sozusagen unser Ausgangsstand. Okay, wir machen eine weitere Änderung. Ich bin im Zweig Master. Sehen wir hier. Und ich habe in Eclipse schon, die Datei ist noch nicht gespeichert, haben wir jetzt die ToString-Methode
verändert. Wir haben nämlich gesagt, wenn diese Funktion hier true ist, dann schreibst du hier Quadrat hin statt Rechteck. Das heißt, wenn wir das jetzt hier drin haben und dann ist ein Masterzweig, wenn wir dann First Scene ausführen, steht dann hier eben in der Ausgabe beim Rechteck nicht mehr Rechteck, sondern Quadrat. Wir speichern das jetzt mal ab. Jetzt ist es im Master drin. Wir gehen in das GUI. Sagen hier auch nochmal neu laden und hat er eben wieder gemerkt, okay, wir haben die Datei verändert, hier sind wieder Dinge, wo man sieht, was sich verändert hat und hier sehen Sie farblich gekennzeichnet eben auch, das war die alte Version, grüne ist die neue Version, die Zeile ist gleich und das deutet darauf hin, dass auch wieder hier das Merge relativ einfach sein wird, wenn man das zum Beispiel ins Development hinunter bringen wollen. Jetzt gehen wir auf Bereitstellen, Ctrl T, das heißt das Staging, jetzt ist es hier und jetzt machen wir hier wieder eine Beschreibung. Die Funktion toString gibt Quadrat aus, falls ein Quadrat vorliegt. Okay. Eintragen. Wir sind weg. Und jetzt gehen wir hier auf den Zweig Development. Und sage ich hier Merge, lokales zusammenführen. Und zwar, ich will es hier aus dem Master zusammenführen. Macht er wieder ein Fast Forward. Überhaupt kein Problem. War erfolgreich. Schließen. Das heißt, jetzt haben wir es auch hier drin. Ja, und wenn ich jetzt wieder hier auf eine der anderen beiden Release-Zweige gehe, gehen wir mal zum 1.1, das haben wir gerade vorhin gehabt, und dann ist die ToString noch so wie vorher. Als letztes gehen wir jetzt in den Development-Zweig und dann schauen wir uns das Ganze mal im Dateimanager an. Hier ist er. Und jetzt wollen wir hier ein weiteres Example hinzufügen. Ich mache einfach Drag and Drop. Hier ist er. Und Git hat jetzt gemerkt, hey, es gibt eine neue Datei, nicht unter Versionskontrolle, nicht bereitgestellt. Dann stellen wir sie doch mal bereit. Hier ist sie schon. New File, nichts aussehender Regen, das ist es gerade die Lösung der einen Aufgabe aus dem Versionsmanagement-Skript, nämlich Abstand zwischen der Linie und einem Rechteck und das Rechteck, was wir hier instanzieren, der Default-Konstruktor erzeugt auch gerade ein Quadrat. Ich mache hier noch eine Versionsbeschreibung und dann schicken wir das weg. Neues Beispiel Distances. Java und machen Eintrag, ein Commit. Okay, so jetzt möchte ich das Ganze auch im Master-Zweig haben. Haben wir jetzt hier umgestellt. Wir sagen zusammenführen, lokales zusammenführen. Und er weiß ja, dass diese beiden Branches zusammengehören. Das sollte jetzt auch ganz normal gehen. Wir zeigen Ihnen vielleicht gerade nochmal vorher. Das falsche Fenster, das hier ist richtig groß. Ja, wir sind jetzt noch im Master, das heißt, hier fehlt natürlich Distances. Wenn ich wieder auf Development umschalte, kommt die Datei hier gerade wieder zustande. Zusammenführen. Fast Forward hat funktioniert. Das Merge in JIT ist echt toll. Und hier ist die Datei. Und wir können sie ausführen. Was wir jetzt noch machen, ist ein Erstellen von einem Release 2. Okay, ganz am Anfang habe ich Ihnen ja schon gezeigt, wie man JIT konfiguriert. Wir haben P4 Merge als Diff und Merge Tool eingestellt. Das wollen wir natürlich jetzt auch noch machen. Zuerst noch einen ganz kurzen Blick hier. Wir hätten das gar nicht machen müssen in der Bash Shell, sondern
Sie sehen ja gerade Dinge, die wir eingetragen haben. Global haben wir immer dazu gesagt, alle. Wenn wir das minus minus global weggelassen hätten, hätten wir gerade das hier gehabt. Und Sie sehen hier auch schon das Zusammenführungswerkzeug, das Merge-Tool, haben wir P4 Merge eingetragen. Ich sage jetzt mal gerade abpressen. Und Sie sehen auch hier, wir sind im Development Branch. Und ich habe jetzt hier einfach mal einen Kommentar dazu gefügt. Da sieht man schon, was da steht, damit man das Merge-Tool auch wirklich sieht. Das heißt, wir gehen mal in die JIT, schauen mal nach, dass da ja alles richtig ist. Und hier zeigt er uns auch Modified, haben wir gerade verändert. Und ich sage jetzt einfach JIT Diff Tool. Und jetzt, wir hätten auch hier noch gleich dazu zusagen können, merkt er jetzt aber Launch P4 Merge. Und jetzt sagen wir da einfach mal ein Yes. Natürlich wollen wir das jetzt gerade sehen. Das ist gerade der Sinn der Sache. Und hier ist es. Das ist die alte Version. Das ist die neue Version. Und genauso bei dem Merge, wie man das in P4V aufrufen, würde man dann hier unten auch noch etwas bekommen, was, wo wir dann drin arbeiten und es mal wirklich durchführen können. Wenn Sie VI verwenden, bekommen Sie dann, oder auch einen anderen ASCII-Editor, können Sie das auch machen. Aber das ist, finde ich, in Perforce viel, viel komfortabler.